Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir machen inshallah weiter mit unserem Thema Salatul Mu'min. Und letztes Mal haben wir über Adabu al-Safar geredet, das Benehmen von Reisen. Und heute inshallah reden wir über Ahkam al-Safar. Ahkam al-Safar. Al-Aslu fi Qasr al-Salah. Safar. Das heißt, هذا الأصل جاء في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع. Dass man unsere Gebete kürzen darf. Beweise sind in Koran und Sunna und auch الإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Das heißt, Allah Azza wa Jal sagt hier sinngemäß, wenn ihr auf die Reise seid, فليس عليكم جناح أن تقصروا في أو من الصلاة. Ihr könnt oder habt ihr diese Erlaubnis oder diese Genehmigung, dass ihr eure Gebete kürzen dürfen. In khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Damals, wenn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auf die Reise war, wenn er zum Beispiel gegen die Kuffar kämpfen wollte, hat auch diese Genehmigung auch bekommen, dass er sein Gebet kürzen darf. Es gibt manche Sunnen, die von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sind. Zum Beispiel, es gibt ein Hadith über diese Ayah. Und diese Ayah steht in Surat An-Nisa 101. Ein Hadith an Ya'la bin Umayya qal. Qultu li Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. Sagte ihm diese Aya, diese Vers, dieser Sahabi, sagte Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Aber jetzt haben wir kein Fitna. Jetzt sind wir in Medina oder in Mekka. Das heißt, in Mekka und Medina damals, in Zeit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Sahaba haben keine Angst mehr gehabt. Also sowohl in Mekka als auch in Medina. Warum machen wir immer das? Warum kürzen wir immer unsere Gebete, obwohl wir, alhamdulillah, jetzt leben wir in Mekka, haben wir keine Angst vor Kuffar und auch genauso auch in Mekka. فَقَدْ أَمِنَ النَّاسِ. Das heißt, فَقَدْ أَمِنَ النَّاسِ, die Leute haben keine Angst mehr. Aber warum machen wir immer diese Gebete kürzen? فَقَالَ عَجِبْتُ مما عجبت منه. عمر الخطاب selber hat diese Frage gestellt, irgendwann selbst gestellt. Warum machen wir immer noch das? فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sagte ihm, ich habe auch die gleiche Frage auch gehabt, aber habe ich Rasul صلى الله عليه وسلم gestellt. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا أو فاقبلوا صدقته. Sagte ihm Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diese Gebete kürzen, das ist ein Sadaqa von Allah azza wa jal. Nehmt ihr nicht ein Sadaqa von Allah azza wa jal an? Das heißt, bis jetzt machen wir alhamdulillah diese Sunna, dass man, wenn wir auf die Reise sind, kürzen wir auch also unsere Gebete. Oder ich gebe euch auch ein Beispiel. Als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mit dem Sahaba nach Mekka angekommen sind, die haben diese Schulter frei gemacht. Al-Ittiba', das ist von Sunnah, wenn du, bevor du mit dem Tawaf anfängst, du machst diese rechte Schulter frei. Okay? Wir machen immer noch jetzt die Sunnah von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber warum hat der Rasul sallallahu alaihi wasallam das gemacht? Oder warum hat den Sahaba gesagt, macht ihr eure Schulter frei?
hat das gesagt, damit die Kuffar sehen, wie die Sahaba richtig stark sind. Damals waren die Kuffar auch in Mekka. Aber jetzt, die Kuffar sind nicht mehr da, wo Kaaba ist. Und trotzdem machen wir immer noch diese Sünna, Sünnatul-Ittiba. Das heißt, dass man unsere schulterfrei macht. Al-Asl, dass man Rasulullah folgt. Ob ein Sünna immer noch läuft oder Rasulullah hat etwas nur für kurzen gemacht, aber machen wir immer noch. Und wenn ihr auch merkt, wie manche Leute sagen, warum macht ihr At-Tawaf um die Kaaba? Das ist nur Steine und so weiter und so fort. Ihr seid immer noch Mushrikin. Manche Leute, die kommen mit diesen Fragen, die sagen, ja, seid ihr Muslim, aber trotzdem macht ihr immer Tawaf. Das sind nur Steine. Das ist nur ein Haus oder ein Haus, sag mal so. Aber die vergessen, dass wir Rasulullah, also als Muslime, blind folgen. Solange Rasulullah das gemacht hat, machen wir das. Schau mal. Natufu hawla al-Kaaba ist nur Stein, okay? Und auch was fassen wir an? Ar-Ruknul Yamani. Was ist das? Das ist auch Steine. Ein Stein. Und was küssen wir auch? Schwarze Stein. Kedalik auch, das ist auch ein Stein. Und was machen wir auch zwischen As-Safa und Al-Marwa? As-Sa'i. Hier ist Stein, ein Berg ist Stein. As-Safa ist Stein und Al-Marwa auch Stein. Und auch, was werfen wir? Stein. An wen? Da sind auch nur Steine. Das heißt, wenn du denkst, das ist alles nur Steine. Lakin hada kulluhu ittiba'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dass man Rasulullah folgt. Wie auch Umar al-Khattab radiyallahu anhu sagte, als er auch diese schwarze Stein geküsst hat, sagte, Wallah, ich weiß genau, du gibst mir nicht was Gutes und innani a'lamu annaki la tanfa'i wa la tadurri. Das heißt, du gibst mir nicht was Gutes oder was Schlechtes, aber warum habe ich dich geküsst? Weil ich gesehen habe, dass Rasulullah das nämlich auch geküsst hat. Deshalb küsse ich dich auch. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte Umar al-Khattab radiyallahu anhu, هذه صدقة تصدق بها الله عز وجل. ألا تقبلون صدقته؟ Das heißt, diese Sachen, die für uns als Erleichterung ist ein Sadaqa von Allah عز وجل. وأما السنة, warum auf die Reise dürfen wir auch unsere Gebete auch kürzen? Von Sunna, قد تواترت الأخبار. Es gibt mehrere und viele Hadithen, أن الرسول صلى الله عليه وسلم während dem Reise, der macht auch seine Gebete oder der kürzt auch seine Gebete. Hajjan, zum Beispiel, wenn er auf der Hajj ist, war oder auf die Reise oder wenn er auf dem Weg gegen Kuffar zu kämpfen, er macht auch diese Gebete oder der kürzt auch diese Gebete. Qala Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, sahibtu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam, فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. Sagte, ich habe Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam auf die Reise begleitet, hat nie über zwei Rakat gebetet. Also die Gebete, die wir kürzen dürfen. Kal Salatul Dhuhr, wa Salatul Asr, wa Salatul Isha. Sagte Ibn Umar, ich war meistens auf die Reise mit Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, aber ich habe ihm nie gesehen, dass er mehr als zwei Rakat verrichtet. Und Abu Bakr, ich war auch mit Abu Bakr auf die Reise und ich war auch mit Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma und Uthman kadalik, fama zadu ala rak'ati. Wir haben nie über zwei Rakat also verrichtet. Und al-Hadithu muttafaqun alihi. Und Aisha radiyallahu anha qalat, فرض الله عز وجل الصلاة حين فرضها. Das muss man auch wissen.
als Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam das Gebet bekommen hat von Allah azza wa jal, er hat nicht, also As-Subh 2 Raka'at, Ad-Dhuhr 4 Raka'at, Al-Asr 4 Raka'at, Al-Maghrib 3 Raka'at, Al-Isha 4 Raka'at. Nein, 5 Gebete, die waren 2, 2, 2, 2. Das heißt 10 Raka'at pro Tag. Habt ihr das gewusst? 10 Raka'at pro Tag. كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر في الحضر das heißt wenn du zu Hause bist 2 2 2 2 5 Gebete mit 2 2 2 Rak'at والسفر das heißt wenn du zu Hause bist oder auch auf die Reise bist 2 Rak'at 2 Rak'at 2 Rak'at فأقرت صلاة السفر das heißt das Gebet, wenn du auf die Reise bist, ist mit 2 Rak'at geblieben. وَزِيدَ فِي صَلَاتِ الْحَضْرِ Aber wenn du زِيدَ فِي صَلَاتِ الْحَضْرِ das heißt, wenn du zu Hause bist, ist mehr geworden. Ist mehr geworden. وفي لفظ للبخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكَّعَتَيْنِ zwei Rak'at. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم als Muhammad صلى الله عليه وسلم هجر gemacht hat, das heißt von Mekka nach Medina. ففرضت أربعا. أربعا heißt الظهر والعصر والعشاء. وتركت صلاة السفر على الأولى. Und صلاة السفر, das Gebet auf die Reise, ist so geblieben. Das heißt zwei Rak'at. Zwei Rak'at. والحديث كذلك متفق عليه وزاد أحمد رحمه الله das heißt عندك حديث in مسند أحمد sagte إلا المغرب المغرب فإنها وتر النهار المغرب drei geworden drei geworden وإلا الصبح الصبح war zwei Rak'at und danach ist immer zwei Rak'at geblieben warum إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة Normalerweise von der Sunna, dass man in Salat al-Subh lang betet. So hat auch Rasulullah s.a.w. immer gemacht. Also die zwei Rak'at, warum man in Salat al-Subh nur zwei Rak'at macht, weil normalerweise muss man lang rezitieren. Sogar Rasulullah s.a.w. kann yaqra'u bis-Suwar al-Wusta. Das ist zum Beispiel in Surat Insan oder Surat al المنافقون ولا الجمعة ولا diese nicht kurz und nicht lang in zwei Rak'at und auch macht richtig lange sujud und lange ركوع und so weiter und so fort هذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسند أحمد أو في مسند أحمد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة واحدة إن صلاة الخوف صلاة الخوف heißt Angstgebet ein ركعة das ist إن شاء الله next Unterricht وعن عبد الله بن مسعود قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين ابن مسعود sagte ich habe mit Muhammad صلى الله عليه وسلم gebetet in منا zwei ركعات وصليت مع أبي بكر أوخ صوي ركعات وصليت مع عمر صوي ركعات وصليت كذلك مع عثمان صوي ركعات وهذه هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأما الإجماع das heißt haben wir jetzt geredet was oder welche Beweise im Koran gibt gibt es diese Ayah in Surat An-Nisa und gibt es auch viele Hadithen dass man auf die Reise unsere Gebete also verkürzen darf Und jetzt Al-Ijma, das heißt, was heißt Al-Ijma? Konsens. Diese Konsens. Al-Ijma, yani die Mehrheit von Gelehrten, Ajma'u ala anna at-taqsiru fi al-Safar min sunnati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana la yuqsuru fi salati al-Subhi wal-Maghrib. Das heißt, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam hat sein Gebete oder seien drei Gebete gekürzt. Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Isha. Aber Al-Subh, nein.
المغرب كذلك نهي من ضف تصنيش كرتسن. خامسا القصر في الصلاة أفضل من الإتمام بس بس من أفت غايز بس تستو كومبلت بيتس تم ماشي بلا الظهر ولا كرتس بس بس الحديث عبد الله رحمه الله يقزاك نو فون تيتل داس مان كرتسن Und dass man kürzt, ist besser, dass man komplett betet. Denn hada min sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Der Hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu maqal, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'asiyatahu. Und Hadith akhrajahu Ahmad wa sahhahu al-Alban rahimahullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn uns Allah azza wa jalla ein Erlaubnis gibt oder eine Genehmigung gibt, ist es besser, dass man das macht. Allah azza wa jalla liebt das. Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'asiyatuhu. Er liebt, dass man diese Erlaubnis, was er uns gegeben hat, machen oder macht und er hasst, dass man nicht Sünden macht. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Das heißt, nur von diesem Hadith ist es lieber, dass man auf die wenn man auf die Reise ist, dass man unsere Gebete kürzt. Aber man hört immer oder man sieht immer viele Leute, die sagen, wo habt ihr das her? Warum kürzt ihr eure Gebete? Ich habe das noch nie gesehen oder ich habe das noch nie gehört. Ich habe das auch oft erlebt. Also gleich nach dem Gebet, er kommt und sagt, was habt ihr gemacht? Normalerweise Dhuhr oder Al-Asr ist 4 Rakat. Sagst du immer, wir sind auf die Reise. Sagt aber lieber besser, dass du keinen Kopfschmerzen hast. Einfach beten, egal wo du bist, bete gleiche Rakat, was man hat. Lakin Rasulullah hat uns diese Hadith gesagt, dass Allah Azza wa Jal diese Erlaubnisse also liebt. أصل الصلاة ركعتين كما فرض الله عز وجل ثم زاد أو زيد فيها في الحضر بعد الهجرة هذا صحيح الأصل في الصلاة wie wir immer beten aber wenn du auf die Reise bist ist es besser dass du dein Gebete kürzt إذا نسي صلاة الحضر فذكرها في السفر فعلي أن يصلي صلاة الحضر تامة من غير قصر Ijma'an. Das heißt, es gibt 4 Arten, wenn du ein Gebet vergessen hast. Erste. Und dann auf einmal sagst du, Subhanallah, ich habe nicht gebetet, ein Gebet nicht gebetet. Ich gebe euch ein Beispiel. Dhikru salati safarin fi safar. Dhikru salati safarin fi safar. Du bist auf die Reise. Und du hast ein Gebet vergessen. Und dann sagst du, oh, Subhanallah, ich habe ein Gebet oder du hast nicht, ich habe nicht Asr gebetet. Wie viel betest du? Wie viel Rakat? Du bist auf der Reise. 4 oder 2? 2. Weil du auf der Reise bist. Du bist auf der Reise. Normalerweise Asr ist 4 Rakat. Aber du, solange du auf der Reise bist, du darfst kürzen. Das heißt, ich mache oder ich verrichte nur 2 Rakat. Jetzt, ذكر صلاتي حضر في حضر. Du bist zu Hause und du hast ein Gebet vergessen. Du hast Al-Asr vergessen. Wie viele Rakat musst du verrichten? 4 oder 2? 4. Du bist zu Hause. 4. Das ist die zweite Art. Dritte Art ist ذكر صلاتي سفر في حضر. Das heißt, du bist auf die Reise. Okay? Du bist auf die Reise. Und du hast vergessen, Al-Isha zu beten. Aber du bist nach Hause angekommen. Und du sagst, oh, Subhanallah, ich habe noch nicht Al-Isha gebetet. Wie viele Rakat betest du? Hast du verstanden? Das heißt, du bist auf die Reise, Al-Isha hast du nicht gebetet.
Nach 2 Stunden bist du nach Hause gekommen, hast du geduscht und du willst schlafen. Und da sagst du, SubhanAllah, aber habe ich kein Isha gebetet. Wie viele Rakat muss ich jetzt verrichten? 2 Rakat, weil du auf der Reise warst. Du hast nur dieses Gebet, die du auf der Reise warst, nachgeholt. Das heißt, 2 Rakat, wie auch die Gelehrten gesagt haben, yaqsuru ala sahih, yaqsuru ala sahih. Das heißt, du kürzt dein Gebet. Jetzt die Kursalate Hadrin fi Safar. Du bist zu Hause, dann auf einmal Al-Asr schon da. Und du bist immer noch zu Hause. Du reist, dann sagst du, SubhanAllah, ich habe aber kein Asr gebetet. Was ist jetzt? 2 oder 4? Du warst zu Hause und nach 2 Stunden du bist gereist. Du bist dort angekommen. Wie viel Rakat musst du jetzt also verrichten? 4 oder 2? Ha? 4. 4 musst du verrichten. Warum? Weil du hast Al-Asr, du warst immer noch zu Hause. Aber du hast vergessen. Erst nach 2, 3 Stunden, dann sagst du, SubhanAllah, du bist jetzt in, wo du bist, aber ich habe kein Asr gebetet. Ich muss 4 Rakat verrichten. Weil das Gebet, was ich nachholen muss, dann war, als ich zu Hause war. Muss ich 4 Rakat nachholen. Okay? Weil solche Sachen kommen auch viele Fragen und die Leute, die werden immer durcheinander. Dann sagt, okay, egal was kommt. Hauptsache ich mache 2 oder 4 oder 3, egal. Muss man solche Sachen wissen. Okay? Masafatu qasr as-salah fi as-safar. Wann darf ich mein Gebet kürzen? Kürzen oder verkürzen? Kürzen. Ja, kürzen. Wann darf ich? Oder welche Masafa, das heißt, wie viele Kilometer, darf ich meine Gebete kürzen? Okay? قال البخاري رحمه الله باب في كم يقصر الصلاة باب في كم يقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا also allgemein es gibt so viel Meinung Verschiedenheiten bei السفر und ab wann darf ich meine Gebete kürzen es gibt mehrere Sogar Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, es gibt mehr als 20 Meinungen Verschiedenheiten. Ja. Es gibt manche, die sagen, wir nehmen das nur mit Al-Urf. Al-Urf heißt was ist in meinem Land oder in meinem Dorf bekannt. Das heißt, wenn ich diese Absicht habe, dass ich auf die Reise bin, dann darf ich. Es gibt manche, die haben gesagt, solange ich die Gebäude von meiner Stadt nicht mehr sehe, dann darf ich. Es gibt manche, die sagen sogar, wenn du nur im Flughafen bist, weil du bist auf der Reise, du darfst kürzen. Es gibt manche, die haben gesagt, nein, muss 72 Kilometer. Manche, die haben gesagt, 80 Kilometer. Manche, die haben gesagt, 85 Kilometer. Und so. Manche, die haben 82 Kilometer, je nachdem. Ja. Aber was also bekannt ist, solange du Absicht hast, dass du reist, zählt. Wie auch Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Der ist immer in Medina und der nimmt diese Erlaubnis, dass er auch also fasten darf, sein Gebet auch kürzt. Obwohl manche Sahaba, die waren dagegen. Aber er hat immer das gemacht. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, ein großer Sahabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم sagte, لا تسافر أو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها Hurma. Manche Gelehrten haben gesagt, Masafatu Leilatin
مسافة يوم وليلة. مسافة يوم وليلة. Das heißt, hier Rasulullah Sallam sagte, keine Frau darf ohne Mahram oder ohne Wali, also ein Tag und eine Nacht, nicht reisen. Allein reisen meine ich, ja. لا يحل كذلك لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. Wie gesagt, hier gibt es manche Gelehrten, die haben gesagt, wie viel Kilometer heißt ein Tag und eine Nacht, wenn ein Kamel läuft und so weiter und so fort. Und gibt es auch ein Hadith, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manche Wörter, zum Beispiel Al-Burad, Al-Farsach und so weiter und so fort. Das heißt, Al-Burad, das ist eine, nicht Kilometer, sondern vier Farasich. Farasich, das ist eine arabische Sprache, subhanallah. Farasich. Al-Farsach heißt drei Miles, heißt das. Diese Miles. Ja? Drei Miles. Und ein Meil ist eine 1600 Meter. Ja? Das heißt ungefähr 76 Kilometer. Manche haben gesagt 80 Kilometer. Manche, wie gesagt, haben sie auch 72 Kilometer. Aber Jumhur al-Ulama, die Mehrheit von Gelehrten sagen, solange du auf die Reise bist, das heißt, du hast diese Absicht, dass du auf die Reise bist, zählt. Du darfst essen, wenn Ramadan ist, und du darfst auch deine Gebete auch kürzen. Und auch nein. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وقال بعض أهل العلم إنه يحدد بالعرف ولا يحدد بالمسافة المقدرة بالكيلومترات. Sagt, es gibt mehrere Gelehrten, die sagen, man muss nicht auf diese المسافة, auf diese Strecke achten. Man muss nur auf diese عرف. Solange du weißt, dass du auf der Reise bist, dann ist für dich gültig, dass du dein Gebete kürzt. Musst du nicht diese 80 Kilometer oder 10 Kilometer oder solange du weißt, dass du auf die Reise bist, das zählt auch. يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته أو مدينته إذا كان سفره تقص يعني يقصر في مثل الصلاة يعني قال ابن منذر رحمه الله أجمع على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية. ابن مدير sagte, الجمهور sagt, wenn du nur nicht diese Gebäude von deinem Dorf nicht mehr siehst, du bist auf der Reise. هذا إجماع قاله ابن مدير رحمه الله. وقال أنس رضي الله عنه صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا. Sagte, ich habe mit Muhammad صلى الله عليه وسلم in Medina الظهر في ركعات وبذي الحليفة ركعتين. ذي الحليفة ist ungefähr 7 bis 8 Kilometer entfernt von Medina. Sagte, وبذي الحليفة ركعتين. Das heißt, Al-Medina ist hier und hier ist ذي الحليفة, wo man Ghusl macht und das Ihram anzieht. Ist ungefähr 7 bis 8 Kilometer und sagte einer, ich habe mit Muhammad dort gebetet, 2 Rakat. Hat er das auch gekürzt. Obwohl das ist nicht 80 Kilometer oder 72 Kilometer, das ist 8, 7 Kilometer. Aber zählt das als Reise? Sie wollen also nach Mekka kommen. Ja? Das heißt, das zählt auch. Al-Hadith muttafaqun alihi. ثامنا إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة. Das heißt, wie lang dürfen wir unsere Gebete kürzen, wenn du in anderer Stadt bist und du bist auf die Reise? Wie lang darf ich mein Gebete kürzen?
Ja. Es gibt auch mehrere, subhanallah, bei Fiqh al-Safar gibt es viele, viele Meinungen verschiedener jetzt. Es gibt zum Beispiel, dass Rasulullah yani hat sein Gebete 19 Tage gekürzt. Es gibt andere, also 20 Tage. Es gibt andere 4 Tage. Aber Aqwalul Ulama wa jam'ihim haben die gesagt, solange du auf der Reise bist und das Absicht, dass du wieder zurückkommst, du darfst immer kürzen. Manche, die haben gesagt, nein, wenn du weißt, wann du zurückkommst, du darfst nur 4 Tage dein Gebete kürzen. Ansonsten musst du weiter dein Gebete also verrichten, ganz normal Rak'at. Also manche, die haben gesagt, Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, als er nach Mekka kam und hat Hajjatul Wada gemacht, hat nur 4 Tage gekürzt. Andere Tage hat ganz normal gebetet. Das ist ein Hadith. Andere Hadith, hier zum Beispiel, Anas ibn Malik radiallahu anhu, قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين. قلت: كم أقام بمكة؟ قال: 10. sagte Anas, wir waren mit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min Medina ila Mekka auf die Reise, kunna nusalli 2 Rakat, 2 Rakat. Das heißt, er hat Rasulullah auch gekürzt. Qultu kam aqama bi Mekka? Und wie lang ist er in Mekka geblieben? Sagte, 10 Tage. Und trotzdem hat er immer noch seine Gebete gekürzt. Qala ibn Qudama rahimahullah: وجملة ذلك أن من لم يجمع إقامة مدة تزيد على 11 و20 صلاة فله القصر ولو أقام سنين. Das heißt, solange du Absicht hast, dass du wieder zurückkommst nach deiner Heimat, du darfst immer dein Gebete kürzen. Aber wenn du dort bist, ankommst, hast du auch extra Wohnung, hast du auch extra Adresse. In diesem Fall, du darfst nicht mehr dein Gebete kürzen. Du bist einer von diesen Leuten. Du wohnst dort. Aber solange du sagst, ich werde nächste Woche wieder zurück, und dann bist du nicht zurückgekommen. Sagt aber, ist dazwischen passiert, ich werde inshallah im nächsten Monat. Auch genauso. Solange du immer diese Absicht hast, dass du dieses Land verlässt, also du darfst immer dein Gebete also kürzen. Qala Sheikh al-Islam ابن تيمية: إذا نوى أن يقيم بالبلدة 4 أيام فما دونها قصر الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، فإنه أقام بها 4 أيام يقصر الصلاة، وإن كان أكثر ففيه نزاع. Das heißt, als der Rasul sallam nach Mekka kam, um Hajj zu machen, hat nur 4 Tage gekürzt, danach hat ganz normal gebetet. Und wie gesagt, gibt es auch andere Hadithen, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fath 19 Tage, als er nach Mekka kam, in Aam al-Fath, hat 19 Tage sein Gebete gekürzt. Sallallahu alaihi wasallam. Tasi'an, Nummer 9, Qasru al-Salah bi Mina li Ahli Mekka wa ghairihim min al-Hujjaj. In Zeit von Hajj, Al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam in Mina hat 2 Rakat von Dhuhr gemacht und von Asr und von Isha gekürzt. Und auch sogar die Mekkaner, sagen wir mal, die Leute, die auch in Mekka wohnen, die sind in Mina gekommen und trotzdem haben die auch gekürzt. Und subhanallah, also Mekka bis Mina, ich kann euch sagen, so 6 Kilometer, 5 Kilometer diese Richtung. Da bist du in Minen. Und trotzdem, die haben auch gekürzt, genau wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auch gemacht hat. An Harith ibn Wahb ibn al-Khuzai قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع. الرسول صلى الله عليه وسلم gesagt, in Minen hat nur 2 Rakat in Mina also gebetet. وقال: فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي علينا
أن نتبعها. Next point ist جواز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصير. Dass du, wenn du auf die Reise bist und entweder im Auto oder im Flugzeug oder Schiff oder Kamele oder so, يصح التطوع على المركوب في السفر. صلاة التطوع, du darfst das auch machen. Genau wie auch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auch das gemacht hat. Yani كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته, auf sein Kamel. Denn der verrichtet auch seine freiwillige Gebete. حيث توجهت به. Egal wo die, also diese Kamel läuft, يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم. Andere Hadith, كان يستقبل القبلة. Der macht erstens sein Kamel Richtung Qibla, وكان يكبر, und egal wo der Kamel läuft, كان الرسول صلى الله عليه وسلم betet genau. يومئ برأسه إماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على رحلته. الفرائض, der kommt runter und betet. Außer wenn du zum Beispiel keine Möglichkeit hast, du bist im Auto und du bist in der Autobahn, aber schneit richtig. Du hast keine andere Möglichkeit oder richtig regnet. Hier in diesem Fall, du kannst auch da, all diese Pflichtgebete meine ich, dort kannst du auch verrichten. Sonst, diese Freiwillige kannst du im Auto ganz normal machen. Aber die Pflichtgebete, du musst aussteigen, außer wenn du, wie gesagt, keine einzige Möglichkeit hast. In diesem Fall, hier darfst du auch machen. لحديث عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على رحلته حيث توجهت به. حيث توجهت به, egal wie die läuft, كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على, das heißt auf sein Kamel. السنة, wenn man auf die Reise ist, darf, also braucht man nicht diese freiwillige Gebete zu verrichten. Von Sunna, dass man das nicht macht. Meine ich damit, diese zwei Rakat oder vier Rakat vor dem Dhuhr, zwei Rakat nach dem Dhuhr, zwei Rakat nach dem Maghrib, zwei Rakat nach dem Isha. Ja? Diese freiwillige Gebete, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat das immer gelassen, außer Sunnatul Witr und Sunnatul Fajr. Die zwei Rakat von Fajr, die Sünder meine ich, hat das nie gelassen. Ob er auf die Reise ist oder zu Hause ist. Und auch Salatul Witr, mindestens ein Raka. Aber die andere, die 12 Raka, die wir wissen, hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelassen, wenn er auf die Reise ist. Und dann gibt es andere Gebete, zum Beispiel hat er auch gemacht. Zum Beispiel Qiyamul Layl hat er auch gemacht. Oder Salatul Duha macht er auch. Oder Tahiyatul Masjid auch genauso. Oder die Gebete, die einen Namen haben. Die Gebete, die einen Namen haben, hat Rasulullah Hassan auch verrichtet. Zum Beispiel Sunnat al-Wudu, die Salat al-Wudu, Sunnat al-Wudu, oder Tahiyyat al-Masjid, oder Qiyam al-Layl, oder Salat al-Duha, das hat Rasulullah Hassan verrichtet. Aber die andere Gebete, oder diese freiwillige Gebete, hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelassen. صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة. صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة. Das heißt, ich bin auf der Reise und dann bitte ich vor. Das Gebet ist gültig. Weil manche, die sagen, du bist auf der Reise, warum willst du vorbeten? Besser hinter. Lass das. Du sagst ihm, das ist auch ein Sünder. Ar-Rasul hat das auch gemacht, aber er sagt, dass wir auf der Reise sind. Aber manche sagen, nein, besser nicht. Wir wollen das nicht, dann machst du nur uns kaputt. Lass, was wir haben. Diese Sache lass bei dir. Weißt du? هذا كذلك من السنة. يعني أن der auf der Reise ist, er darf auch vorbeten, aber danach sagt er, يا أهل مكة, كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يا أهل مكة, أتموا صلاتكم, فإن قوم سفر. يا أهل مكة, oder wo? In welcher Stadt bist du? Du darfst auch das sagen. Oh Leute,
wir sind auf der Reise, also macht ihr eure Gebet voll. Oder solche Sachen, ja. يعني أن هذا كذلك يجوز كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم und auch صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة genauso auch also dass du hinter ein Imam betest obwohl du auf der Reise bist auch gültig aber musst du ganze Gebet voll beten nicht dass du denkst wenn zum Beispiel صلاة الظهر Du betest hinter ein Imam. Und dann, du denkst in deinem Kopf, wie auch viele Brüder auch solche Sachen auch gemacht haben, weil sie auch nicht das gewusst haben. Die beten hinter dem Imam, aber bei zwei Taraka, die machen selber Salam alaikum, Salam alaikum. Und dann sie warten. Normalerweise nicht. Du musst machen, was der Imam macht. Du musst ihm folgen. Kama qala Rasulullah. Du musst ihm folgen. Wenn er vier betet, du musst auch genauso vier beten. Wenn er drei betet, musst du auch hinter ihm auch vier, drei auch beten. Nicht, dass du denkst, ich bin auf der Reise, ich darf Salat al-Dhuhr, wal-Asr, wal-Isha kürzen, auch wenn ich hinter dem Imam bete. Nein, hier darfst du nicht. Du darfst das machen, wenn du vorbetest. Aber wenn du hinter einem Imam betest, hier musst du ihm folgen. Darf man nicht. Also kürzen, außer wenn du ein Gebet verpasst hast, hier in diesem Fall, du darfst zwei Rakat verrichten. Oder manche denken auch, ich habe aber den Imam nur bei letzter Rakat erreicht. Er hat den Imam bei letzter Rakat erreicht und der denkt, okay, ich habe eine, also jetzt gebetet, ich muss nur noch eine nachholen und das war's. Nein. Auch wenn du ihm nur beim Sujud erreicht hast, musst du vier Rakat nachholen. Habt ihr verstanden? Das heißt, egal in welcher Position hast du dem Imam erreicht, musst du ihm folgen und musst du auch die Gebete oder ich meine die Rakat, die du verpasst hast, nachholen. Du hast zum Beispiel einen Rakat verpasst. In Salat al-Dhuhr, in diesem Fall, ich muss also drei Raka'at mit ihm machen und auch diese Raka'at, die ich verpasst habe, nachholen. Du hast ein Raka'at erreicht. Denk nicht, dass du noch ein Raka'at nachholst und das war's. Nein, du musst drei Raka'at nachholen. Du musst drei Raka'at nachholen. Hakada kana yaf'alu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani يا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا يعني wenn er sagt الله أكبر sagt ihr auch الله أكبر wenn er ein Raka verrichtet dann auch genauso Hauptsache musst du ihm folgen was er macht musst du ihm folgen was er macht رخص السفر من قواعد الشريعة المشقة تجلب التيسير. Das heißt, warum hat uns Allah Azza wa Jalla diese Erleichterung, wenn wir auf die Reise sind, gegeben? Weil jeder von uns weiß genau, dass Reise ist ein Stück von Azab und Qual. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. Und merkt man das auch, wenn du auf die Reise bist, du bist nicht normal, sage ich auch. Fällt dir so viele Sachen, du bist nicht zu Hause. Kann sein, dass du nicht Wasser also findest, kann sein, dass du also etwas unterwegs passiert ist, musst du zum Beispiel duschen, du hast keine Dusche gefunden, solche Sachen. Es gehört immer zum Stress. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه. Das ist auch eine Qual, dass du kein Essen findest manchmal zum Beispiel oder auch kein Trinken oder auch du kannst nicht richtig schlafen, erst wenn du nach Hause wieder zurückkommst. فَإِذَا قَدَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّ إِلَىٰ أَهْلِهِ كَذَلِكَ مِنَ السُنَّةِ Wenn du auf der Reise bist und du hast deine Sache erledigst, besser, dass du wieder schnell nach Hause kommst. Besser, dass du wieder nach Hause schnell kommst. كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْحَدِيثُ فِي الْبُخَارِي
القصر ولذلك ليس للقصر من أسباب غير السفر. Das heißt, es gibt keine einzige Möglichkeit, dass man unsere Gebete kürzen, nur wenn wir auf der Reise sind. Nicht, dass du irgendwann denkst, ich bin zu Hause, ich mache einen Sünder. Also heute habe ich Lust, einen Sünder zu machen, dass ich dort nur 2 Rakat verrichte. Nein. Du kannst das machen, nur wenn du auf der Reise bist. Nur auf der Reise bist. Dann darfst du deine Gebete kürzen. Wenn du zu Hause bist, du kannst zum Beispiel Al-Dhuhr mal Asr beten. Oder Al-Maghrib mal Isha beten. Aber komplett. Das heißt, 4 Rakat von Dhuhr mit 4 Rakat von Asr. 3 Rakat von Maghrib mit 4 Rakat von Al-Isha. Aber dass du diese Gebete kürzt, das darfst du nicht. Du hast keine einzige Erlaubnis, nur wenn du auf die Reise bist. الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما. Zum Beispiel, es gibt, wenn du auf die Reise bist, du hast Möglichkeiten, الظهر mit العصر beten. هذا يسمى جمع تقديم. جمع تقديم, das heißt, du betest العصر mit الظهر. Oder المغرب مع العشاء. المغرب mit العشاء. Das darf man machen, wenn wir auf die Reise sind. Okay? والجمع أوسع من القصر. Das heißt, الرسول صلى الله عليه وسلم hat auch also genehmigt für die Frauen, die Istihada haben, dass die الظهر مع العصر, wenn die zu Hause sind. Zum Beispiel jemand, der krank ist, er darf das machen. Al-Istihada, oder wenn es richtig regnet, oder wenn es richtig starke Wind gibt und solche Sachen, du darfst das zu Hause Al-Dhuhr mit Al-Asr beten oder Al-Maghrib mit Al-Isha beten, aber darfst du nicht kürzen. Darfst du nicht kürzen. Kürzen heißt nur, wenn du auf der Reise bist. Nummer 3, Al-Fitr fi Ramadan min Rukhas al-Safar. Wenn du auf der Reise bist, du kannst auch ein Tag oder solange du auf der Reise bist, du darfst im Essen. Obwohl wir in Ramadan sind, also wenn du auf der Reise bist, du darfst auch essen. As-Salatu al-Nafila al-Rahila. Awasit-Naql ila jati-Sayrihi. Das heißt, haben wir auch das gesagt, wenn du auf der Reise bist, du kannst auch also auf dein Kamel oder auf dein Pferd auch beten. Gar kein Problem. Und auch Al-Mas'hu al-Khuffain. Al-Mas'hu al-Khuffain. Diese streichen auf deine Khuf wal Amama, ja, auf deine Mütze darfst du auch, oder Al-Khimar sogar, wenn eine Frau auch Khimar hat, sie darf auch streichen. Wa nahwiha thalathat ayyam, 3 Tage. Das heißt, du hast 72 Stunden. Du darfst auf den Socken streichen oder auf deine Mütze oder auf dein Khimar. Das dürfen wir 3 Tage, solange wir auf die Reise sind. Das alles nur eine Erleichterung von Allah Azza wa Jal. Von Allah Azza wa Jal. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن لمسافر ويوما وليلة للمقيم يوما وليلة للمقيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما إن شاء الله نكمل next month. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.